Wetter in letzter Zeit auch echt komisch, muss ich sagen. So noch als Zugabe zu dem mit dem Bergsteigen. Ja, gestern waren irgendwie 22 Grad hier in Berlin. Heute waren 9 oder sowas. Morgen sollen wieder 20 werden. Das ist ein bisschen nervig. Ja, gestern konnte ich schön mit meinem krassen T-Shirt rausgehen. Mit meinem hübschen Rearboo Faggot T-Shirt. Und heute musste ich wieder mit Jacke raus. Alter. Kisten aufmachen in der Third Person. Haben sie anscheinend beim Spielentwickeln nie getestet. Sonst würde das nicht so absacken. Das Ding sprayt auch überhaupt nicht. Gut, ihr kommt einfach ohne Animation aus dem Boden gekrochen. Feuerdämmung. Whatever. So, haben wir das Gebiet ja auch anscheinend erfolgreich durchlaufen. Und mir platzt fast der Anus vor Spannung. So krass ist das hier. Jetzt kriege ich das auch noch. Ah, ich weiß nicht, ob ich das skillen will. Ihr habt nicht mehr so viele Tasten unten frei. Könnt das mit der Feuerrate machen. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das mit dem Abprallen braucht man nicht. Ach, ich skill einfach mal Markierung. Ich glaube, das könnte gegen Bosse vielleicht ganz praktisch sein. Wenn ich nicht vergesse, es zu benutzen. Was ich wahrscheinlich immer machen werde. Oh Junge, es ist schon wieder ein fucking U-Bahn-Tunnel. Aber ich hatte ja letztes Mal schon erklärt, dass London nur aus U-Bahn-Tunneln besteht. Ist ja die größte Untergrundstadt der Welt. In London leben ja auch nur Blutzombies und Höllenfleischer. Und Teufelssoldaten. Oh, was ist denn das denn für einer? Der ist blau und groß und böse. Was sind das für Dinger, die hier angeflogen kommen? Was, warum ist das Schild so overpowered? Das blockt ja alles. Wie geht denn das weg? Okay, das hält einfach nur 8 Milliarden Schuss aus. Das ist ja nicht so nice. Wow. Gute KI. Kann man nicht anders sagen. Wow, das tut voll weh, was du da schmeißt. Ah, Gott. Scheiß auf Heckenschützenmodus, ich lauf da einfach rein. Ich hab halt die dicksten Eier, weil ich der Mann Aurelio bin. Aurelio ist ja bekanntermaßen das Ersatzwort für Eier. Der kriegt überhaupt keinen Schaden. Ich muss erst den da hinten kaputt machen, oder was? Komischer Schildskill. Ach, das ist ein normaler Gegner. Ich dachte, das ist jetzt auch so ein Boss-Vieh. Wobei, er macht Schaden. Im Gegensatz zu allem anderen, was bisher so kam. Ich kann mir vorstellen, dass das extrem nervige Gegner werden. Wenn die öfter kommen, wenn man dann so irgendwie was Tankiges hat, klumpenweise. Und dann steht dahinter so ein Rudel von den Artillerieteilen. Das stelle ich mir wie Spaß vor. Okay, ich krieg gerade Tatsache Schaden. Wenn ich keine Ahnung habe von was. Das sind dieselben Drecksviecher, die ich die ganze Zeit schon bekämpfe. Oh, wir sind Level 8, wir machen einmal total viel Schaden. Und ich bin in der verschissenen Säule drin. Oh, so viel Zeug. Es dauert da so lange hier zu töten, weil die Waffe keinen Schaden macht. Ich find's ja voll dreist, ich wollte mir auf Amazon ein Buch vorbestellen. Und ich wollte es eigentlich nur kaufen. Es gab es aber jetzt zum Vorbestellen, das kam gestern raus. Und ich habe die Vorbestellung verpasst, weil ich gerade das Geld nicht zur Hand hatte. Und jetzt gibt's das einfach nicht mehr. Ja, man würde ja meinen, ey, das ist ein Buch. Die bestellen bestimmt ein bisschen mehr davon oder sowas. Jetzt steht einfach da, ist nicht vorhanden. Aber
kannst es gerne kaufen und wenn wir es dann irgendwann wieder haben, kriegst du es. Und dafür wollen sie jetzt sogar direkt mal 3 Euro mehr haben. Ja, statt 9 Euro wollen sie 12 Euro. Verstehe ich nicht. Ja. Hat mich so ein bisschen genervt. Jetzt überlege ich, ob ich es überhaupt nicht kaufe und direkt das nächste vorbestelle und warte, bis das Teil, was ich haben wollte, billiger wird. Kein Problem. Hallo Glatzenmann. Hallo. Pass auf dich auf. Oh, so viele Quests. Bis bald. Piccadilly Circus, das sagt mir sogar was. Ja. Das ist ja irgendein Shit, den man in der Schule immer hat. Okay, du siehst aus wie ein Faggot. Na, du kannst mich mal heilen. Das ist schön gemacht. Größte US-Gilde, 2500 Mitglieder. Naja, das kann man ja schon nicht mehr Gilde nennen. Finde ich immer toll bei so einem MMOs, wenn dann... Weil es ist ja kein MMO, aber bei Spielen, wenn dann so eine Gilde oder ein Clan tausende Mitglieder hat und eigentlich niemanden kennt. Oh, ist das? Ein Granatwerfer. Warum neue Raketenpistolen? Die alten waren schon scheiße genug. Braucht man nicht noch neue davon? Ist ein bisschen nervig, dass man meine anderen Waffen hier nicht sehen kann beim Einkaufen. Aber ich sehe gerade, ich habe ja noch Mod-Slots auf meiner Kanone. Und ich habe hier jetzt irgendwie so Zeug. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwie was füllen kann. Macht man das? Unbe. Unbe. Okay, ist also unbe. Das hier, Waffenpräzision. Oh, habe ich das da krass reingedrückt. Mehr Giftschaden. KT-Chancenbonus. Habe ich das voll fett krass gesockelt mit einem perfekten Diamanten. Atemberaubend. Was gibt's hier? Nichts. Die Station ist bestimmt noch größer als die alte, wenn ich schon sehe, was da alles auf der Map ist. Muss ich unten mit einem quatschen? Ah ja, der mächtige Schienenmann hat eine Quest für mich. Hey, willst du einen Job? Piccadilly Approach. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ach, so viel. Also ich weiß nicht, ob man hier die Map irgendwie noch scrollen kann. Also da unten steht ja, halte Alt gedrückt, um auf Karte zu scrollen. Ich wollte gerade sagen, wenn das alles ist, dann ist das Spiel ja gar nicht so lang, aber wenn man scrollen kann. Okay, ich kenne nur Piccadilly Circus. Die anderen Sachen kenne ich nicht, die da jetzt mit neu dazugekommen sind. Aber davon lasse ich mich nicht runterkriegen. Auch wenn du es lerne, ich spiele das Spiel hier nur, um etwas über London zu lernen. Und bisher macht seinen Job ganz gut. Hallo. Ich habe schon gelernt, dass in London nur Mutanten leben. Wiedersehen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, die Station ist doch relativ klein. Ich gehe erstmal zu der anderen Station zurück. Ich glaube die. Und gebe noch die Quests ab. Weil da gibt es hier nochmal fette Belohnungen, die wahrscheinlich Hallo. 1% XP sind oder sowas. Yeah, so viele unbekannte Sachen. Ich will ein Munitionsupgrade. Ja, war mir ein Vergnügen. So, was kann das? Mehr Spektralschaden. Was kann das hier? Mehr Feuerschaden. Mehr Schaden gegen Dämonen. Kann ich das hier noch reinpacken? Kann ich Tatsache reinpacken? Na, 24% mehr Schaden gegen Dämonen, Junge. Junge! Das ist ja voll geil. Hallo. Da in dem Spiel anscheinend alles, glaube ich, Dämonen sind, sollte das ja ganz gut sein. Wiedersehen. Das war ein dicker Ruckler. Hier kriegen wir nochmal fett krasse Stiefel. Es ist so spannend. Ich kann mich kaum noch in meinem Sitz halten. Was können die? Diener-Schaden. Ja. Noch habe ich keine Diener. Dann müsste man wahrscheinlich erstmal hier auf so einen Menschenbasar kommen und sich ein paar Neger kaufen. Anders wird meine Klasse sicherlich keine Diener bekommen können. Gute Männer zahlen den vollen Preis und sie geben Trinkgeld. Bla 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 bla, ja, Trinkgeld. Nein, danke. So, verkaufen wir das mal alles hier schön. Alles sage ich bei 2 Items. Was ist eigentlich mit dem Gurkentopf? Ja, es ist natürlich jetzt schwer herauszufinden, was man mit dem Gurkentopf machen soll.
Wenn die Quests hier nichts anzeigen. Charing Cross Approach. War ich da schon? Da war ich tatsächlich schon. Will ich das noch machen? Ich glaube, ich scheiß drauf. Kann man das wegmachen? Ja. Tut mir leid, aber ich habe den Gurkentopf leider vernichtet. Passiert. Ist mir wohl die Hand weggerutscht. Naja, ich glaube, das reicht für heute. Ich habe 40, 45 Minuten irgendwie so aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist jetzt 10 nach 1. Habe ich ja nur knapp über eine halbe Stunde aufgenommen, oder? Ist egal. Ich will ja nur gucken, ob die Temperatur so läuft. Also, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Hellgate, wenn wir zum Piccadilly Circus gehen. Gute Nacht.